Hey, ich bin Wombo und ich stehe gerade offensichtlich im Nether. Wo ein paar Endermen um mich rumtanzen. Denn ich bin bei meiner XP-Farm, um was zu verzaubern. Und zwar wollte ich ein Schwert... Irgendeiner greift mich an. Ja, es ist sehr provisorisch hier, meine Farm. Ziemlich provisorisch. Ich zeige euch die gleich ganz. Hier muss ich auch nochmal ganz kurz eingreifen. Das mit dem Zeigen hat sich recht schnell erledigt, weil ich es einfach vergessen habe. Das ist aber insofern nicht so dramatisch, weil ich eh vorhabe, diese Farm nochmal wirklich auszubauen und fertig zu bauen. Und dazu mache ich natürlich dann eine Folge. Und ja, dann könnt ihr das alles nochmal sehen. Außerdem ist es eh nur das Standarddesign. Da bist du, du Arsch. Ja, ursprünglich hatte ich vor, meine Sachen zu reparieren. Aber jetzt fürs Let's Plays reparieren nicht so wirklich interessant. Deswegen werde ich jetzt mal ein Schwert nehmen, weil ich benutze auch gerade nur ein Eisenschwert, deswegen passt das auch ganz gut. Nein. Oh Mann, ist das ein beschissenes Schwert. Ich hätte es doch reparieren sollen. Oh Mann, ist das dumm. Ja. Gut, ein paar XP habe ich ja noch, aber da werde ich nichts voll bekommen. Was auch nur annähernd verzauberbar ist, sag ich mal. Und auch nichts bekommen, was ich irgendwie gebrauchen könnte an Leveln, um meine Axt zu reparieren. Denn, ja, meine Spitzhacke und meine Axt waren ziemlich kaputt. Und das wollte ich jetzt beheben. Und da meine Axt aber blöderweise auch Fortune 2 drauf hat, was unglaublich unnötig bei einer Axt ist, was vielleicht dann hilft, wenn man Saplings farmen will. Ich weiß gar nicht, ob das damit skaliert. Bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich glaube aber nicht. Kostet das so unglaublich viel? Ich kann euch das ja mal zeigen. Habe ich noch die Diamanten hier? Nein. Ich habe hier immer ein paar Diamanten liegen, damit ich hier nicht ohne hinlaufe, ohne dass ich was reparieren kann oder bauen kann oder so. Ja, und schon ein Diamant kostet 30 Level. Wohingegen diese Spitzhacke, die nur 2 Verzauberungen hat, sieht man das jetzt? Ja, okay, das ist jetzt auch viel für das kleine Ende da. Die hat 31 gekostet, um sie von da bis da zu reparieren halt. In keinem Verhältnis stand das. Und da habe ich mir gedacht, dann könnte ich ja, weil diese, die habe ich nicht zusammen gemacht, sondern die habe ich beim einmal Verzaubern bekommen, könnte ich doch durch Glück nochmal so eine Axt bekommen. Und dann habe ich 30 Level verwendet, um diese unglaublich geniale Axt zu kriegen, die so beschissen ist wie das Schwert. Ja. Das Einzige, was noch sein könnte, dass ich mit dieser Axt Spinnenweben abbauen könnte. Und das werde ich auch mal probieren. Deswegen sehen wir uns gleich zurück in einer Mine. So, ich bin zurück in meiner Base, habe nebenbei, beziehungsweise offscreen, nee, offscreen kann man dazu gar nicht sagen, ohne dass ich es aufgenommen habe, sage ich es mal auf Deutsch, was vorbereitet. Deswegen packe ich nochmal schnell ein paar Sachen weg. Das reicht auch schon. Und dann, ich fange extra hier an, weil ich noch was zu Kato DS sagen möchte. Erstmal vielen Dank für die ganzen netten Kommentare. Das ist immer sehr motivierend von dir zu lesen oder generell zu lesen, aber da du derjenige bist, der praktisch unter jedem Minecraft-Video, glaube ich, was geschrieben hat, ist mir das ganz besonders aufgefallen. Und ja, wollte ich mich einmal bei dir bedanken.
Und zu deiner Frage mit der Lagermaschine, das werde ich jetzt diese Folge noch nicht machen. Insgesamt habe ich hier ja eine zweite Ebene drin. Ich glaube, das habe ich im ersten Video auch gesagt, dass es eine dritte Ebene noch fehlt. Und die kommt einfach darunter. Und das habe ich noch vorzubauen. Und ja, jetzt auch konkret die Frage an dich, reicht dir das, wenn das in 4, 5 Folgen kommt? Oder würdest du das jetzt gerne vorher sehen, wie das Ganze hier funktioniert? Dann mache ich ein kleines Tutorium und zeige einmal die Grundmechanik, aber halt nicht, wie ich das insgesamt baue. Das kommt dann erst, nachdem ich genug Redstone zusammen habe, dass ich hier gleich ein ganzes Lager darunter klatschen kann. So, dann gehe ich schnell mal, weil das nicht so weit weg ist, zu der Mine. Die ist hier ganz in der Nähe. Da bin ich mal rausgekommen, deswegen weiß ich, wo die ist. Circa, wo die ist, und dann habe ich mich einfach runtergegraben und bin auch ziemlich genau, also genau rausgekommen. Ich habe es auch noch nicht probiert mit der Axt. Na, sie ist noch unberührt. Ich glaube aber nicht, dass es geht. Ich meine, es geht nämlich nur mit Scheren. Mal gucken. Nee, das geht, glaube ich, viel zu, dauert viel zu lange. Ich baue sie aber trotzdem einmal ganz bis zum Ende ab. Na? Nein, da kommt noch nicht mal was raus. Okay. Gut, damit ist diese Axt maximal noch zu gebrauchen, um Blätter zu farmen. Das ist ziemlich scheiße, 30 Level einfach so verbraucht zu haben. Schade, dass hier nicht noch ein Spinnenspawner ist. Das wäre ganz gut. Naja, aber ja, Schluss mit den neuen Sachen. Jetzt gehe ich rauf und zeige euch, wie weit ich mit dem Chicken Tower bin. Und währenddessen kann ich sozusagen noch eine kleine Hochrechnung geben, wie lange ich dafür gebraucht habe. Nach dem Plan, was ich euch ja auch gezeigt habe, habe ich an dem Grundgerüst nochmal 2,5 Stunden gebraucht. Dann sind mir einige Fehler aufgefallen, die ich beinahe gemacht hätte. Also, so wie ich es am Anfang geplant habe, war es genau richtig. Aber das war reiner Zufall. Denn ich wollte es noch ein bisschen verändern. Und das geht halt nicht, weil sonst das Ganze nicht funktioniert. Ja, und hab's dann ein bisschen hin und her gebaut und so sieht der ganze Turm jetzt aus. Ich fliege gleich auch nochmal außen rum. Aber zunächst demonstriere ich das und sage noch, was dazu kommt. Denn so wie das jetzt funktioniert, ist es halt ein ganz normales Feld. Wird es letztendlich nachher auch sein. Aber darunter kommt eine Mechanik, dass mir die Spreu vom Weizen trennt. Also die Samen werden dann rausgefiltert und in Kisten gepackt, so dass ich sie mitnehmen kann. Das kommt alles hier runter, das wird noch ausgehoben. Und ich habe auch Kartoffeln und Karotten angepflanzt. Die werden dann auch rausgefiltert und ein Teil wird da hinten zu meinem Lagersystem gebracht und ein Teil wird hier gelassen, dass ich das auch immer genug da ist, dass ich die auffüllen kann. Aber jetzt zeige ich euch, wie man reinkommt. Denn hier an der Seite sind Pistons, der gerade verschwunden ist. Jetzt nicht mehr. Die hier einen der Holzstämme, zwei der Holzstämme wegnehmen können. Dann kann man hier reingehen und ja, die Sachen neu sehen. Und ich habe natürlich genau keine Saat rausbekommen. Ist auch egal, ich werde gleich den ganzen Tower einmal betätigen. Ja, hier kommt halt das Wasser raus. Und hier an der Seite
ist dann die Redstone-Leitung. Sieht hier halt ein bisschen offen aus, aber wenn ich da ganze Blöcke hinbauen würde, sieht das, glaube ich, oder sieht es zu klotzig aus. Ich kann euch das ja mal zeigen. Genau, das hat nicht geklappt. So. Und das dann hier rausgeführt. Ich glaube, das sieht zu klotzig aus da. Nehme ich doch in Kauf, dass dann ein bisschen was fehlt. Und da ist das. So, hier fehlt sogar noch was. Da habe ich noch den Klotz unten dran gesetzt. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja. Betätigen tut man das hiermit. Das ist auch noch provisorisch. Also, diese Schaltung hier gibt dann das Signal an die Dispenser da drin. Und die dispensen dann Wasser und dann wird das alles nach außen geschwemmt und dann, wie letztes Mal schon erklärt, hier an der Seite runtergeschwemmt. Ja. Ich habe das jetzt einmal ausprobiert mit dem obersten, mit dem untersten. So komplett habe ich es auch noch nicht ausprobiert. So. Genau, und was wichtig jetzt ist, da fällt alles schon runter. Dass der dann nicht funktioniert. Einige Probleme gab es zu Anfang damit, dass ich gedacht habe, dass es gar nicht funktioniert. War schon kurz davor, die Folge nicht hochzuladen, weil das alles nicht geklappt hat. Aber das Glas, ich hatte das halt nur auf einer Seite hier gemacht. Und dadurch hat der Wasserstrom gemerkt, dass man hier weiter runter fließen kann, schneller runter fließen kann. Und deswegen ist das alles nur in eine Richtung geflossen. Ja, das habe ich dann behoben und dann ging das Ganze wieder. Sammle ich gleich mal ein bisschen was auf. Ja, hier wird das dann in einen weiteren Wasserlauf getan und dann halt zu der Sortierstation gebracht. Ja, das war es eigentlich auch schon hierzu. Jetzt gucke ich einmal noch, was bei dem zweiten falsch ist. Natürlich fängt es jetzt an zu regnen. Ich fürchte, hier ist kein Redstone. Ich glaube, da war kein Redstone. Doch. Da könnte das Problem sein. Es fehlt Wasser. Ja, jetzt funktioniert das Ganze aber. Der ganze Turm. Dann fliege ich noch einmal rum. Na, das hat nicht ganz geklappt. So ist natürlich richtig geschrieben. Aha, ich muss aufpassen, dass ich das Schiff nicht zeige, weil es halt Teile noch mir noch überhaupt nicht gefallen. Ja, ich weiß nicht, ob ich so lassen soll. Also hier oben, jetzt habe ich doch ein bisschen mehr gezeigt. Hier oben sieht man halt noch das Redstone und die Leitung. Da weiß ich noch nicht, ob ich das Ganze ein bisschen höher baue und dadurch das verschwinden lasse oder ob ich dann hier einfach mit dem Stein hier Netherrack, ja, Netherrack, nee, Netherrack ist der normale Stein. Netherbrick. Mit Netherbricks dann hier irgendwie eine Verkleidung baue oder sowas. Das weiß ich noch nicht. Aber so im Prinzip soll das so aussehen. Ups, ich habe einen anderen Skin. Warum das denn? Außerdem, warum habe ich nichts im Inventar? Das hat ganz einfach den Grund, ich habe mir einen neuen Minecraft-Account gekauft und habe mich jetzt endlich richtig benannt, weil irgendwie hat mich das gestört, dass mein YouTube-Name nicht mein Minecraft-Name ist. Was mich aber doch gewundert hat bei der Erstellung, dass jemand den Namen Wombu schon genommen hat. Irgendjemand da draußen hat mir meinen Charakternamen geklaut. Naja, kann ich nicht ändern. Ich habe natürlich von meinem anderen Charakter die ganzen Sachen in eine Kiste getan, dass ich mir die jetzt schnell nehmen kann.
So. Und dann kann ich euch auch gleich zeigen, was ich eben gemacht habe. Also eben nicht. Gestern war das, glaube ich. Denn, also die Sounds richtig? Ja. Denn ich habe den Keller hier ausgehoben. Letztes Mal hatte ich noch keine Leitern dabei, deswegen kommen die da jetzt dran. So. Und hier im Keller habe ich jetzt eine Hopper-Reihe angebaut. Die sieht man hier. Und diese Hopper, das zeige ich auch gleich noch, oder jetzt nochmal von oben, führen einfach im Kreis einmal hier herum. Und wenn ein Item da reinfällt, so zum Beispiel, werden die von den Hoppern aufgenommen und im Kreis transportiert. Also hier immer rum, rum, einmal, einmal rum. Na, finde ich sie. Da sind sie. Und nein, die brauche ich doch noch. Jetzt packe ich hier einmal einen Hopper ran, dass die Sachen wieder aussortiert werden. Und hier habe ich meine verschiedenen Items. Karotten, Seeds, Weizen und Kartoffeln. Die hier mit einem ganz einfachen Sortier. System rausgeholt werden. Also hier oben habe ich einmal das Item, was ich raussortieren will. Dann, ich meine 21, ja 21 andere Steine werde ich nachher wahrscheinlich mit Endstone, nee, nicht mit Endstone. Ach, mit dem habe ich noch keine OP-Rechte. Wie heißt denn der Stone noch, der ganz am Grund ist, den man nicht zerstören kann? Keine Ahnung, ist auch egal. Den werde ich da vielleicht noch reintun, damit ich hier überhaupt keine Probleme bekomme. Denn wenn jetzt hier ein Cobblestone reingeht, dann sieht man, geht das hier kaputt, weil die ganze Konstruktion dann falsch ist. Das zeige ich euch auch hier hinten. Denn das ist halt das Standarddesign, was hier am einfachsten passt. An diesen Hopper ist dann der Comparator angeschlossen und der misst ja, wie viele Items da drin sind. Und die Itemzahl ist genau so groß, dass er ein Signal ausgibt. Und sobald ein weiteres Item reingeht, gibt er ein zweites Signal aus, also bis hier dann. Das wird von dem Repeater aufgenommen und an die Fackel hier weitergeleitet. Und der Hopper darunter nimmt dann die Items auf. Und also das, was dann da zu viel ist sozusagen. Und der nimmt natürlich nur die Items hier aus dem ersten Slot auf. Und wenn jetzt hier der Cobblestone drin ist, dann geht der Repeater hinten, gibt ein weiteres Signal aus. Und dadurch nimmt der Hopper, also geht die Fackel hier aus und dann nimmt der Hopper das Item von oben und packt es in die Kiste. Beziehungsweise hier ist noch eins dazwischen. Also ich habe ja eben auch gesehen, ist hier ja noch eine Kartoffel eigentlich drin. Und wenn dann hier halt der Cobblestone ist, wie gesagt, ist da zu viel drin und die Kartoffel wird rausgenommen und deswegen ist hier vorne dann ein Slot frei und dementsprechend werden dann alle Items da einsortiert. Das soll nicht so sein. Deswegen, ja, habe ich das so geändert. Und ich überlege gerade, wie ich das hier jetzt weiterbauen soll. Denn ich wollte, das werde ich erstmal tauschen. Die Seeds kommen da rein. Und die Kartoffel hier. Weil mit der Kartoffel habe ich noch was vor. In die Richtung habe ich nicht so viel Platz wie in die Richtung. Denn es macht für mich keinen Sinn, so viele Kartoffeln hier zu lagern. Beziehungsweise ich wollte die Kartoffeln ja in mein großes Lagersystem packen. Und deswegen muss ich sie nachher einfach nur in diesen Wasserstrom leiten, der führt automatisch dahin. Das hier ist übrigens meine, oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Meine Zuckerfarm. Die automatische, die vollautomatisch, aber das zeige ich euch nachher. Und diesmal wirklich nicht wie mit dem mit der XP-Farm. Und das hier ist halt schon alles angeschlossen an mein Hauptlagersystem und dann kann ich die Sachen einfach einleiten. Aber was soll ich mit unfertigen Kartoffeln? Deswegen werde ich jetzt,
Gucken, ob ich das so ohne Probleme hinbekomme. Na. Einen Ofen bauen, einen automatischen, der mir eine gewisse Anzahl an Kartoffeln übrig lässt und eine gewisse Anzahl dann sofort brät, und die gebratenen Kartoffeln kann ich dann ja gleich weiterleiten in mein Hauptlagersystem. So, dazu brauche ich zuerst eine größere Kiste. Und zwar damit das Signal von dem Comparator nicht so lang ist. Denn der Comparator misst ja, wie viele Items in der Kiste sind. Und er misst es aber prozentual. Also wenn die Kiste größer ist und ein Item hier drin ist, ist es prozentual weniger, als wenn die Kiste kleiner ist und die gleiche Anzahl an Items drin ist. Das heißt, wenn ich diese große Kiste habe und zum Beispiel ab einer Output-Länge von 3, ab einer Output-Länge von 3 Redstone-Teilen hier, habe ich hier wesentlich mehr Items drin, als wenn ich nur eine kleinere Kiste nehme. Und da man sowieso unglaublich viele Kartoffeln hat, kann ich ja auch schon noch ein paar mehr Kartoffeln lagern. Und ich muss dieses Signal hier nicht so lang machen. Ich kann hier einfach mal gucken, wie viel das ist. Ist schon eine ganze Menge. Da. Ja, so genau brauche ich es nicht. Dann habe ich. Kannst du ja mal genauer machen. Nee, da ist der Output schon länger, aber bei 3 ist er nicht. 1, 2, 3. Ja. Da. 1, 2, 3, 4 Stacks Kartoffeln hier drin. Und das müsste vollkommen reichen. Genau, jetzt kann ich euch einmal zeigen, wenn ich die abreiße. Dann ist das Signal. Da, ja, okay. Ich dachte, ich hätte mich geirrt. Aber jetzt seht ihr, das Signal ist bis hier, obwohl ich an der Itemzahl nichts geändert habe, sondern nur an der Truhengröße. Und ja, so kann man daran schrauben. So, jetzt müsste das Signal gleich zurückgehen. Ich muss die Kiste wahrscheinlich updaten. Ja, genau. So, das heißt, ich muss an diesem Punkt hier ansetzen. Und die Logik dahinter ist jetzt einfach. Wenn dieses Signal hier weiter ist, also bei 3 ist, ist die Kiste zu voll. Dementsprechend muss der Hopper, den ich jetzt hier zuerst mit einem nicht bestücken muss. Wie mache ich das am geschicktesten? Weil der Hopper soll am besten in diese Richtung zeigen. So, jetzt zieht er natürlich die ganzen Sachen raus. Das ist aber recht uninteressant, weil ich jetzt ja die richtige Länge habe. Und der Hopper muss vorher aus sein. Das heißt, ich brauche ein Nicht. Und dieses Nicht mache ich am besten. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht. Ich probiere es einfach mal. Am besten hier hin. So. Und ein Repeater, der kommt dahin. Jetzt muss ich überlegen. Ich fürchte, dass es nämlich nicht geht. Denn ja, jetzt ist nämlich dieser Block mit Energie versorgt. Wenn dieser Hopper hier Items rauszieht, dementsprechend bleiben sie dann da hängen. Und das soll natürlich nicht passieren. Deswegen geht das so nicht. Ich würde das aber gerne sehr kompakt machen. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Entschuldigung, wenn ihr das so laut hört. Wie mache ich das dann? Ja, ich weiß wie. Ah, andererseits störe ich dann da. Das ist natürlich jetzt ziemlich doof. Ich könnte.
das so machen. Nee, das ist ja auch zu kurz. Der muss natürlich bis da bleiben. Ja, ich habe hier genug Platz. Ach ja, wunderbar. Jetzt war ja, ich baue das hier ein bisschen um und lass den in die Richtung zeigen. Denn jetzt leite ich das Signal unter dem durch und ich meine, dass das so geht. Ich teste das einmal aus. Da habe ich noch die Fackel. Und es ist das mit Energie versorgt. Und wenn ich jetzt hier was reintue, geht das durch bis zum Ende. Und wenn ich das natürlich wegmache, funktioniert das genauso. Wunderbar. So soll das sein. Jetzt kommt. Na, ich habe die Spitzhacke sonst auf 3. Mache ich das auch mal so. Dann klicke ich nicht immer daneben. Dann kommt das nicht hier hin. So, jetzt habe ich meine Kiste fertig soweit. Sobald hier zu viele Items sind, kommt, wird das dann weitergeleitet. Und das Ganze soll dann in einen Ofen. Den habe ich natürlich nicht dabei, aber der ist jetzt ja auch nicht so schwer zu craften. So. Dieser Ofen kommt dann hier vor. Von unten kommt die Kohle rein, das heißt von der Seite. So. Ach so, geht das überhaupt, dass ich von hinten die Kartoffeln einfülle? Ich probiere das einmal. Nein, natürlich nicht. Das heißt, ich muss das Ganze hier noch ein bisschen verlängern. Dann muss der Ofen nach hier unten. Das ist doof, dass das jetzt noch eine Ebene weiter unter ist. Warum, zeige ich gleich. Das könnte sich hier stören, weil hier eine Redstone-Leitung ist. Nee, dürfte sich aber nicht stören. Dann kann hier nämlich die Kohle rein. Hier kommt dann nach unten. Und dann nehme ich mir mal 8 Kartoffeln. Damit das halt auch voll genutzt wird, die Kohle. Das wird da reingepackt und danach transportiere ich das Ganze ab. Und zwar in die Richtung. Damit habe ich die ganzen Kartoffeln ja da rausgeholt und die werden dann in das System eingebaut. Jetzt muss ich den ganzen Kladderadatsch nur mit den anderen Sachen auch machen. Aber ich sehe jetzt, ich habe dadurch, und dass das hier, dass ich bei den anderen natürlich auch so eine, ich muss gerade überlegen, das könnte sogar passen. Denn das Weizen kann ich ja sofort aussortieren. Das geht. Das heißt, ich kann, mache ich hier das Weizen hin. Das Weizen kann dann auf dieser Ebene weggebracht werden, zu dieser, ja, Pipeline, Hopperline, wie auch immer, gebracht werden. Und auf der anderen Seite, hier habe ich in die Richtung genug Platz. Und hier müsste ich dann auch genug Platz haben, wenn ich kurz überlegen. Ja. Das sieht jetzt. Ich habe zu wenig Hopper. Gut, dann hole ich mir nochmal schnell Hopper. Aber das müsste alles so passen. So, nicht wundern, ich habe jetzt einen recht großen Teil rausgeschnitten, weil ich
glaube ich, 3 oder 4 Mal hin und her gelaufen bin. Ich habe nämlich keine Hopper mehr gefunden. Und ich kann auch keine Hopper mehr finden, denn ich hatte einfach keine mehr. Deswegen habe ich mir ein wenig Eisen geholt. Und ein paar Kisten. So. Jetzt habe ich wieder genug Hopper. Also, damit ich hier rankomme. Das hier kann ich ja gleich einmal verlängern. Das werde ich jetzt einmal testen. Ich habe natürlich keinen Weizen mehr. Habe ich hier noch Weizen? Ich werde jetzt einmal testen, wie das ist, weil jetzt 2 Hopper von der Redstone-Fackel blockiert werden. Wie sich jetzt das Weizen verhält, wenn das hier reingeht. Aber eigentlich dürften nur 2 Weizen übrig bleiben. Maximal 3. 4, 3, 2, 1. Jetzt geht die Fackel wieder an. Na cool. Das passt doch wunderbar. Jetzt ist mein Weizen wo? Es ist weg. Ah. Ach so, okay, der war nicht richtig verbunden. So muss das dann natürlich sein. Gut, aber das brauche ich dann erstmal nicht mehr. Genau, jetzt muss hier noch, wo vorher das war, da war das andere Weizen, hätte ich mir gar nichts holen müssen. Dann mache ich hier auch noch eine zweite Kiste ran, denn dann kann zweite Kiste da. Hätte ich auch schon im Inventar. Denn jetzt kann ich den nicht mehr vorhandenen Dispenser diesen Dispenser hier dahin machen und das Redstone-Signal mache ich dann wieder hinten. Ich brauche hier einen Hopper. Jetzt muss ich wieder gucken, wie ich das baue, weil ich natürlich kaum Platz habe, beziehungsweise mir auch sehr wenig Platz genommen habe. Ich hätte diese Hopperreihe ja weiter hier hinten machen können. Na, erstmal baue ich hier die Hopper hin. So sieht das Ganze aus. Hier muss das nicht hin. Das kommt von hier oben. Da in die Richtung habe ich jetzt noch ein bisschen mehr Platz. Deswegen mache ich da einmal Half Slabs hin. Damit da kein Signal in irgendeiner Weise das beeinträchtigt. Ich könnte jetzt es ist alles sehr eng und kompliziert. Das Signal geht da runter. Brauche ich hier den Repeater. Das ist natürlich klar, dass das jetzt hier um die Ecke muss. Das geht nämlich nicht. Ich kann jetzt hier nichts hinsetzen. Doch, klar geht das. Geht das so? Ich fürchte nicht. Ich fürchte ja mal nicht. Kann ich gleich wieder mehr machen? Die Fackeln brauche ich eh. Setze ich hier mal Saft drauf. Und die Fackel ist natürlich immer noch an.
War ja klar. Und an dieser Stelle doch. Ich kann nämlich diese ganzen Hopper hier noch weiter runter machen. Komme ich hier nicht mehr raus? So. Genau. Und dadurch, dass ich sie jetzt da weiter runter gemacht habe, habe ich hier einen Block mehr Platz. Und mit diesem Block kann ich. Sollte ich wieder einen Half Slab nehmen? Ich weiß gerade nicht, ob der Repeater, ja, das Signal dann den darunter stören würde. Ich mache es jetzt aber einfach mal so. Und jetzt geht's immer noch nicht. Aber vielleicht so. Mal gucken. Das muss ich natürlich in alle Richtungen testen. Das Signal wird von dem aufgenommen. Die Fackel geht aus. Geht sie nicht? Geht sie nicht? Da kommen noch Partikel raus. Sehr komisch. Aber so geht's auch. Kann ich hier sogar den wegnehmen und dann das Signal dahin machen. Einmal hier testen. Das habe ich mir gedacht. Das ist irgendwie ganz komisch mit den Half Slabs, in welche Richtung sie eine Verbindung haben und in welche nicht. Aber kompliziert, doch jetzt klappt's. Die Kiste ist genauso nach 3. Jetzt habe ich es weggemacht, ups. Nach 3 Redstone-Linien, also nach der gleichen Fülle wie da hinten, wird sie ausgeleert und da sind jetzt Karotten drin. So. Die werden dann da einsortiert und dann funktioniert das genauso wie auf der anderen Seite, nur dass da halt kein Ofen zwischen ist. Jetzt muss ich immer nur aufpassen, dass hier genug Kohle drin ist. Das sollte aber kein Problem sein. So oft werde ich jetzt das auch nicht ernten. Und ja, das Ganze passiert da auch nochmal und dann werde ich ganz einfach in diese Richtung hier. Ich muss mal gucken, welche Höhe das ist. Deswegen meinte ich dahin, dass es doof ist, dass das jetzt ein tiefer ist, weil ich natürlich auf genau auf der Höhe, nee, sogar unter der Höhe des Wassers bin. Da muss ich mal gucken, wie ich das löse. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich einen Dispenser dann einfach so von unten dahin baue. Das werde ich aber sehen. Und da ich jetzt schon die Dreiviertelfolge voll habe, werde ich euch das in der nächsten Folge zeigen. Die wird vielleicht ein wenig auf sich warten lassen, weil, wie vorhin schon gesagt, ich muss wieder anfangen zu lernen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, warum nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!